Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind ja in der letzten Folge mit dem Propheten aus Kalthafen geflohen und mussten leider unsere Freundin Lyris dort zurücklassen. Aber da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Da wird noch einiges passieren. Und wir sind wieder in Tamriel, sind aber leider mitten im Meer gelandet. Aber irgendeine gütige Seele hat uns rausgefischt und deswegen sind wir jetzt hier auf diesem Schiff. Und der Prophet hat uns den Ratschlag gegeben, uns hier ein wenig umzusehen und die Leute zu befragen, ob sie Hilfe benötigen und vielleicht auch denjenigen ausfindig zu machen, der uns gerettet hat. Und genau das machen wir jetzt auch. Erstmal hier schauen. Die Deckarbeiterin hat uns nichts zu sagen, aber ein ganz großer Bestandteil von The Elder Scrolls Online, überhaupt von der Elder Scrolls Reihe, ist es ja zu lesen und zu erforschen, zu durchwühlen, einfach nirgendwo Halt zu machen. Und deswegen werde ich auch, wenn es sich ergibt, überall mal reinschauen. Hier zum Beispiel habe ich ein Rezept bekommen, Geiselbeeren-Chai. Das ist für Kochen und hier ein Stilmaterial. Da kann man also mit Rüstungen herstellen, in dem Fall im Stil der Nord. Und ja, wenn ihr euch fragt, warum ich ein so volles Inventar habe, ich spiele ja auch privat, also ohne das Let's Play The Elder Scrolls Online, seit der Beta sogar schon. Und ich habe einige doppelte Rezepte, die habe ich mal hier mit meiner Kleinen eingesammelt, aus meiner Bank geholt. Und ich habe mir mit meinem Hauptcharakter, die alles herstellen kann in Sachen Rüstung, habe ich mir schon mal ein paar Items hergestellt, ein paar Rüstungen. Für Stufe 4 allerdings erst und zurzeit bin ich ja Stufe 3. Und die habe ich mir auch schon von der Bank geholt. Aber mehr habt ihr nicht verpasst. Also ich bin einmal kurz zur Bank gelaufen, habe mir die Sachen geholt und dann bin ich wieder hierher zurückgekehrt. So, mal sehen. Hier ist unser Adlerbanner für das Altmeri-Dominion. Und was hast du zu sagen? Huch. Ihr seid kein Matrose. Das verrät euer Geruch. Okay, aber einen coolen Ohrring hast du. So, hier könnte ich jetzt das Schwert mitnehmen. Das ist sogar noch nicht mal als Stehlen gekennzeichnet, warum auch immer. Aber das lassen wir mal. Ich bin ja eh keine Schwertträgerin, also ich werde so bald wie möglich auf meinen Zerstörungsstab umswitchen, sobald ich Stufe 4 erreicht habe. Und ja, wo sind wir denn hier gelandet? Das ist ein anderer Spieler. Da vorne. Ihr seid wach? Ja, so in etwa. Kapitän Tremul. Ha. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass ihr gar nicht mehr aufwacht. Ihr habt den ganzen weiten Weg aus Kenatis Rast hierher geschlafen. Während des ganzen Wirbelsturms. Wirbelsturm? Welcher Wirbelsturm? Ihr erinnert euch nicht? Ein Khajiit namens Rasumdar hat euch aus dem Meer gefischt. Er hat mir ein kleines Vermögen bezahlt, damit ich euch hierher bringe. Wir haben es kaum lebend aus Kenatis Rast herausgeschafft, ehe der Wirbelsturm losbrach. Oje. Wo ist Rasumdar jetzt? Er war auf dem Weg an den Adlerstrand, einer alten Feste auf Kenatis Rast. Mein Schiff wird eine Weile nicht dorthin zurückkehren, aber ein Bootsmann auf der anderen Seite der Docks kann euch hinbringen. Sucht nach Zuckerkrallen. Na schön, das könnte ich tun. Hat er noch was zu sagen? Ha, ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass ihr gar nicht... Okay, er sagt nichts mehr Neues. Und du? Wasser sieht in jedem Hafen anders aus. Ich liebe die Untiefen hier. Die sieht irgendwie etwas zugetrönt aus. Ja, mal schauen, was es hier oben noch gibt auf dem Schiff. Bei unserer nächsten Überfahrt melde ich mich freiwillig für das Krähennest. Ich habe die Nase voll von stinkender Ware, stinkender Mannschaft, stinkenden Kapitänen. Bah! Okay. Da hat einer nicht gerade seinen besten Tag. Schwere See zieht auf. Matat wird diesen Abend damit verbringen, Jode und Jone zu danken. Sie haben uns diese Fahrt gewährt. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal runter vom Schiff. Wir sind ja keine Seekatze. Wen haben wir hier noch? Ihr seid kein Matrose. Ja, das haben wir ja schon gehört. Oh, und da
Ich glaube, die ist seekrank. Das ist das letzte Mal, dass ich mich in solch einen Sturm begebe. Verdammt, Öffre. Warum müsst ihr euch so benehmen? So, jetzt möchte ich gerade noch eines tun. Hier in The Elder Scrolls Online habt ihr, ja, ich sag mal, einen Menüpunkt Sammlung. Und dort werden alle eure Items für alle eure Charaktere gespeichert. Also wenn ihr euch ein Reittier kauft zum Beispiel, ist das für alle Charaktere verfügbar. Und ich möchte hier gerade meinen Goldaugen-Gua, das ist zurzeit mein Lieblingsreittier, aktivieren. Dass ich hier mit der Kleinen auch gleich richtig mobil unterwegs bin. Und ein Begleiter, also ein Haustier, darf bei mir ja auch nicht fehlen. Das kennt ihr vielleicht schon aus meinen anderen Let's Plays. Wen nehmen wir denn da? Nehmen wir Warzchen. Die Namen sind ganz niedlich. Da hat jedes Haustier von Anfang an schon einen Namen. Man kann den Namen zwar auch dann ändern. Aber Warzchen finde ich eigentlich ganz niedlich, deswegen hat er seinen Namen behalten. Diesen kleinen hier gab es, glaube ich, in der Collectors Edition, soweit ich mich erinnern kann. Und den Gua. Ich steige mal auf. Den Goldaugen-Gua. Sehr, sehr schöner. Ich liebe ihn total. Den habe ich auch erst seit einer halben Woche. Den gab es im Shop für Kronen. Aber ich bin jemand, das kennt ihr vielleicht auch schon aus meinen anderen Spielen, ich gebe sehr gerne mein Geld für so, ja, Ingame-Items aus. So. Wo müssen wir eigentlich hin, bevor ich hier losrenne? Ah, da drüben, okay. Sprecht mit dem Bootsmann. Das machen wir jetzt auch. Er ist noch etwas langsam unterwegs. Hier in The Elder Scrolls Online könnt ihr ja eure Reittiere einmal am Tag füttern. Oder ich glaube, alle 20 Stunden ist es sogar. Und dadurch könnt ihr ihnen dann entweder größere Taschen hier an den Seiten geben. Er hat jetzt noch gar keine Taschen. Da habt ihr dann mehr Inventarplätze. Oder ihr könnt sie auf Schnelligkeit skillen. Oder ich glaube, das andere ist Ausdauer. Und das bedeutet dann, dass sie weniger schnell abgeworfen werdet, wenn ihr zum Beispiel durch eine böse Mobgruppe reitet. Also ihr könnt auch alles drei auf einmal skillen, aber ich werde wahrscheinlich erstmal zwei, drei Tage auf Schnelligkeit gehen und danach auf Inventarplätze. Meine Zeit ist kostbar. Aber das zeige ich euch dann noch, wenn wir beim Stallmeister vorbeischauen. So, mit Zuckerkrallen möchten wir reden. Was ist? Geht es um den Fisch? Ich habe mir nur genommen, wofür ich bezahlt habe. Lasst gut sein. Was wollt ihr? Ich möchte nach Kenatis Rast reisen. Gut, ich habe auf Kenatis Rast zu tun. Die Überfahrt ist kostenlos. Die Inspektoren werden uns beide keines Blickes würdigen. Es könnte von mir aus jederzeit losgehen. Okay, ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal nach Kenatis Rast und suchen Rasum da. Der hat uns immerhin gerettet. Ja, und das ist auch gleichzeitig so das erste Gebiet, was man als Mitglied des Altmeri Dominions macht, Kenatis Rast. Wir kommen zwar in Vulkil Wacht Auridon an, aber wie ihr seht, wir reisen jetzt wieder nach Kenatis Rast zurück. Ich sage zurück, weil wir ja wohl dort im Meer gelandet sind, aber das haben wir ja nicht mitbekommen. Ja, Kenatis Rast ist ein, ja, Khajiit-Gebiet, sage ich mal. Also da leben größtenteils Khajiit. Aber es sind natürlich auch viele Elfen dort, also viele Altmer und Bosmer, Waldelfen und Hochelfen. Ja, durch Neste. Dieser muss mit euch sprechen. Huch, scheint wohl viel los zu sein. Diese schwarzen Männer sind natürlich nicht wirklich schwarze Männer, sondern das sind andere Spieler, die gerade noch laden. Das ist manchmal der Fall, wenn sehr viele Leute online sind. Und es ist ja, ja Samstagnachmittag, da ist doch einiges los hier. Wo muss ich denn hin? Sprecht mit Rasum da vorne, okay. Hier seht ihr vielleicht, der Kapitän hat uns ja schon erzählt, es war ein großer Wirbelsturm und da seht ihr die ganzen kaputten Schiffe, die hier ja nicht so viel Glück hatten wie wir. Aber gehen wir jetzt erstmal mit Ras reden, der wartet da vorne schon auf uns. Ah, das kleine Stück kann ich jetzt laufen. Hallo Ras. Wir müssen dafür sorgen, dass euer Gesicht bekannt wird, damit eure Anwesenheit nicht in Frage gestellt wird. Kommt, bleibt an meiner Seite. Was meint ihr? Dieser sah, wie ihr mitten aus dem Nichts aufgetaucht seid. Plopp, zisch, klatsch.
Ras hätte einen Rückwärtssalto versucht, aber unter diesen Umständen ist dieser sehr beeindruckt. Ich liebe Rasumda. Warum habt ihr mich nach Vulkilwacht geschickt? Rasumdar ist auf einer durchaus heiklen Mission hier. Dieser wüsste nicht, was eure Anwesenheit daran ändern sollte, aber ehrlich gesagt ist Ras froh, dass ihr zurückgekehrt seid. Ihr könntet genau das sein, was er braucht. Warum braucht ihr mich? Zuerst eine Frage. Woher kamt ihr denn? Okay, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten zu antworten. Entweder ihr würdet es nicht glauben, wenn ich es euch sagen würde, oder aus Kalthafen, dem Reich von Molagbal. Er hat vor, in Tamriel einzufallen. Ja, ich bin ja ein sehr ehrlicher Mensch, auch wenn ich da nicht immer auf, wie soll ich sagen, wenn manchen Menschen passt das nicht, wenn man ehrlich ist. Aber ich bin sehr ehrlich, auch in Spielen, deswegen sage ich so, wie es ist. Ein dädrischer Fürst, sagt ihr. Ras hat ein Näschen für Lügen, aber ihr duftet frisch wie eine Meeresbrise. Doch was werdet ihr sagen, wenn jemand anderes euch fragt, woher ihr kommt? Also, da haben wir wieder die Wahl, entweder Lügen, das wird ja auch als Lüge gekennzeichnet, ich bin eine Soldatin des Dominions, die den Schiffbruch überlebt hat, oder aus Kalthafen, Molagbal hat meine Seele in Besitz, Tamriel ist in großer Gefahr, und das werde ich auch wählen. Aha. Ihr seid ganz schön zielstrebig, was? Ja. Es ist gut, zielstrebig zu sein. Zurzeit ist es aber auch gut, nicht weiter aufzufallen. Eure plötzliche Ankunft? Nicht sehr unauffällig. Versteht ihr? Warum sollte ich euch vertrauen oder wer seid ihr? Das warum sollte ich euch vertrauen ist so negativ, finde ich. Deswegen frage ich ihn einfach mal, wer er ist. Nur ein freundlicher Khajiit, dem es vergönnt war, jemanden vom Himmel fallen und ins Meer stürzen zu sehen. Zu schade, dass ihr das nicht absichtlich könnt. Damit könntet ihr reichlich Gold machen, wenn ihr Eintritt dafür verlangen würdet. Warum helft ihr mir? Weil ihr keine Soldatin seid, was nützlich ist. Ihr könnt mit den Einheimischen sprechen und ihnen versichern, dass wir weder Invasoren noch Marodeure sind. Nun kommt, versuchen wir uns unterzumischen. Nun gut. Dann machen wir das auch mal. Kommandantin Karinid, einen Moment. Diese Rekrutin hat den Schiffsuntergang ohne Verletzungen überstanden. Ihr habt die zerrütteten Untiefen erwähnt, nicht wahr? Dann reden wir mal mit der Kommandantin. Ich bin froh, dass ihr wieder auf den Beinen seid, Rekruten. Ich brauche einen Speer, der in die zerrütteten Untiefen geht. Der Großteil unserer Flotte ist im Westen untergegangen, aber nur wenige Überlebende kommen aus dieser Richtung. Was braucht ihr denn genau? Wir haben eine Seeviper gefangen, die das Lager ausspioniert hat. Diese Piraten sind nie allein unterwegs. Findet heraus, ob welche von ihnen in den zerrütteten Untiefen sind. Und falls dem so ist, was sie auf dieser Insel treiben. Natürlich solltet ihr allen schiffbrüchigen Überlebenden helfen, die ihr findet. Wir müssen jeder unseren Beitrag leisten. Ich werde tun, was ich kann. Sprecht mit Eal Seal, bevor ihr in die zerrütteten Untiefen geht. Er ist gerade von der Erkundung eines Tempels hier in der Nähe zurück. Der Zaubermeister behauptet, ein bisschen was über alles zu wissen. Deshalb könnte er gewisse Einblicke haben, wie diese Seevipern für gewöhnlich so vorgehen. Lebt wohl. Zu Eal Seal geht's da lang. Okay, mal schauen. Weitermachen, Soldat. Ich möchte mich erst noch ein wenig mit der Kommandantin unterhalten. Wer seid ihr? Die leitende Befehlshaberin dieses Regiments. Mein Vorgesetzter hat den Orkan nicht überlebt. Und daher ist es nun an mir, den Vorposten des Altmeri-Dominions auf Kenartis Rast zu sichern. Ein Führungswechsel geht nie sauber vonstatten. Aber wenn alle ihre Arbeit machen, erholen wir uns schon rasch genug davon. Was ist das Altmeri-Dominion? Ihr müsst euch an die Allianz erinnern, die ihr zu beschützen geschworen habt. Vielleicht solltet ihr euch hinlegen, bis ihr wieder ganz bei Sinnen seid, Soldat. Wo bin ich hier? Die Einheimischen nennen diesen Ort den Adlerstrand. Ich schätze, hier war eine kaiserliche Feste, die vor langem zerstört wurde. Wir hatten Glück, eine so gut zu verteidigende Stellung gleich in der Nähe von dort zu finden, wo wir angespült wurden. Oder meint ihr die Insel Kenartis Rast? An das Ziel der Flotte erinnert ihr euch aber doch sicher noch. Warum ist die Flotte nach Kenartis Rast gesegelt?
Es ist kein Geheimnis, dass diese Insel von großer strategischer Bedeutung ist. Von hier aus kann die Flotte des Dominions viele Küstenziele erreichen, an denen wir Brückenköpfe errichten können. Aber jetzt müssen wir die Flotte erst einmal wieder neu aufbauen. Nicht gerade ein verheißungsvoller Auftakt für unsere Invasion. Wohl wahr. So, dann gehen wir mal zu Ras. Wen haben wir hier noch? Macht Musik, sehr schön. Laufe ich richtig? Ja. Hallo. Wir müssen dafür sorgen, dass euer Gesicht bekannt wird, damit eure Anwesenheit nicht in Frage gestellt wird. Kommt, bleibt an meiner Seite. Vorzüglich, nicht wahr? Wir müssen einen besonderen Raum für den trauernden Stein errichten, wenn wir ihn zur Magiergilde zurückbringen. Entschuldigt? Brauchtet ihr etwas? Kommandantin Karinit meinte, ihr wärt von einem Tempel in der Nähe zurückgekehrt. Ja. Der Tempel der trauernden Quellen ist eine alte Khajiit-Ruine nicht weit von hier. Wir haben den trauernden Stein aus einer der Kammern ausgegraben. Wie ihr sehen könnt, ist sein Wasservorrat endlos. Seid ihr irgendwelchen Seewipern begegnet? Was? Meint ihr Piraten? In einem uralten Khajiit-Tempel? Lächerlich! Wir haben nur die untoten Krieger gesehen, die unser Lager überrannt haben. Warum wurdet ihr von Untoten angegriffen? Ich habe keine Ahnung. Um ehrlich zu sein, spukt mir da ein gutes Dutzend Ideen im Kopf herum. Aber die sind alle weitaus weniger faszinierend als der trauernde Stein. Wahrscheinlich eine Art uralter Fluch. Bei diesen Dingen ist das meistens so. Was könnt ihr mir denn über die Seewipern erzählen? Arrogante Meereselfen. Piraten. Soweit ich mich entsinne, sind sie nicht für Überfälle auf Kenatis Rast bekannt. Oh, und sie lieben Schlangen. Aber ich bin sicher, dass wir beide wichtigere Dinge zu erledigen haben. Würdet ihr mich bitte entschuldigen? Lebt wohl. Wir sollten uns allein unterhalten, bevor ihr abreist bei den Statuen im Norden des Lagers. Ja, wir gehen gleich zu Ras. Aber das wollte ich euch noch zeigen, das ist nämlich recht lustig hier, der trauernde Stein. Und die armen Lehrlinge hier. Huch, jetzt werde ich hier selber angespritzt von dem Stein, also wirklich. Ja, das ist schon sehr mysteriös, dieser Stein. Der wird auch noch eine größere Rolle spielen. Können wir uns mit dir unterhalten? Nein. Okay, wen haben wir hier noch? Seid gegrüßt. Das Schiff war zu nah am Strand, selbst bevor der Sturm aufzog. Das habe ich schon gesagt, bevor es sank. Na wenigstens hast du überlebt, nicht wahr? Viele andere hatten nicht so viel Glück. Grüße. Ich hatte euch ja beim letzten Mal schon erklärt, dass es hier in Tamriel, in ganz Tamriel, Himmelsscherben gibt. Und die werden normalerweise nicht auf der Karte angezeigt, aber ich habe mir ein Add-on installiert, dass sie eben doch auf der Karte angezeigt werden. Und ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, jede Himmelsscherbe mitzunehmen, die ihr kriegen könnt. Denn bei jeder dritten Himmelsscherbe bekommt ihr einen Fertigkeitspunkt. Und die braucht ihr ja für alles. Für Skills, für Berufe, eben für alles. Kommandantin Karinit bittet um Geduld. Sie hat leicht reden, während meine Männer immer noch da draußen sind. Je länger wir warten, umso weniger kommen zurück. Grüße. Ich bin so weite und freie Sicht nicht gewöhnt. Das ist meine erste Seereise. Seid ihr eine Soldatin? Ich? Ich schätze, das bin ich jetzt wohl. In Walenwald war ich Kartografin. Ihr wisst schon, eine Kartenzeichnerin. Als sie mich für diese Mission angeworben haben, dachte ich, dass ich nur Land vermessen würde. Aber es hat sich herausgestellt, dass ich noch viele andere Pflichten habe. Nun ja. Was ist mit dieser Sturmwolke? Es ist dieser Meereself. Maorma nennen sie sich. Ich glaube, er treibt das nur, um uns zu ärgern. Wenn sie ihn einfach knebeln würden, könnte er seine Zauber nicht mehr sprechen. Aber ich schätze, dass sie ihn wohl befragen müssen. Ich hoffe nur, dass er meine Karten nicht ruiniert. Ja, der ist hier hinten. Dieser Meereself hier, der Maorma. Die sind ja nicht sehr freundlich uns gegenüber gesinnt. Aber mit dem kann man sich anscheinend auch nicht unterhalten. Und der hat hier diesen Zauber gewirkt, diese Gewitterwolke. Deswegen muss der arme Arbeiter hier die ganze Zeit das Wasser wegfegen. Bringt aber nicht viel. Reden wir noch mit dem Fenrich. Ah nein, hier mit Sinviril. Hallo, ich denke, ihr habt die falsche Person erwischt. Ich rede nur mit zwei Arten von Leuten und ihr seid keine davon. Oh, doch so freundlich. Okay. Doch, mit ihm kann man sich doch unterhalten. Er ist der Fenrich.
Passt auf, wohin ihr tretet, Landbewohnerin. Sehr, sehr freundlich auch. Er hat nichts zu sagen. Dann gehe ich mal schnell hoch, mir die Scherbe noch schnell besorgen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal zu Ras. Ach, diese Türme. Die gehen immer sehr hoch hinaus. So, jetzt habe ich schon 2 von 3 Himmelsscherben. Bei der nächsten werde ich dann einen Fertigkeitspunkt bekommen. Hallo, Herr Wachtposten. Aber Sie haben uns nichts zu sagen. Aber hier sieht man schon ein bisschen was von Kinatis Rast. Sehr schöner Ausblick. So, dann gehe ich mal wieder runter. Ich springe mal lieber nicht. Wer weiß, ob ich das überleben würde. Ach, meine Maus liegt irgendwie gerade blöd da. Wo ist denn der gute Rast? Der wartet ja irgendwo auf uns. Länger, als ich angenommen hatte. Okay, der ist schon wieder draußen. Dann würde ich sagen, unterhalten wir uns hier noch mit den anderen Leuten. Weil ich glaube, danach werden wir hier direkt wieder weggeschickt. Wir kommen zwar später noch mal kurz zurück, aber... Schmerzen. Ich kann euch im Moment nicht helfen, außer ihr habt wirklich schlimme Schmerzen. Ich muss mich um zu viele Patienten kümmern. Aber ich bin ja jemand, der unterhält sich eigentlich immer mit jedem. Nasimar hat sich auf so ein Ereignis vorbereitet, aber es gibt mehr Verwundete als erwartet. Schlaf ist jetzt am besten für sie. Ja, das ist die Krankenstation. Da werden die ganzen, Hier, wir müssen eure Verbände wechseln. Die ganzen Soldaten untergebracht. Könnt ihr meine Wunden heilen? Oh, besser noch, heilt die anderen. Wenn sie aufhören zu stöhnen und zu ächzen, kann ich vielleicht auch etwas ausruhen. Typisch Hochelfe. Wobei, es gibt auch nette Hochelfen, da sollte man nicht alle über einen Kamm scheren. Unsere, ich sag mal Königin, Ayrin ist ja auch eine Hochelfe und die ist sehr, sehr nett. Ich warte, bis es mehr Platz unter den Verwundeten gibt. Meine Wunde ist nicht so schlimm wie einige andere, die ich gesehen habe. Ja, genau. Und das ist auch ein gutes Beispiel für einen sehr, sehr netten Hochelfen. Gute Besserung, Quanumil. Für die gab es wohl hier keine Rettung mehr. Okay. Seid gegrüßt. Jetzt ruckelt es hier gerade ein bisschen. Ich hoffe, das geht wieder weg. Viele neue Gesichter, viele neue Kunden, ja? Das Geschäft wird für Duhar bald gut laufen. Ah, das ist ein Spieler. Willkommen am Adlerstrand. Obwohl... Normalerweise sind hier nicht alle auf dieser Weise durch einen Sturm gestrandet. Okay, sie ist eine Händlerin. Was habt ihr anzubieten? Ich werde mal reparieren. Aber ich glaube, verkaufen kann ich so noch nichts. Aber was ich mal machen werde, weil mein Inventar ja doch schon recht voll ist, ist die ganzen Rezepte lernen. Ich weiß noch nicht genau, welche Berufe ich hier mit meiner kleinen Khajiit erlernen werde. Vielleicht mache ich alle ein bisschen mit. Schauen wir mal. Aber die Rezepte werde ich auf jeden Fall mal erlernen. Dann haben wir auch Platz im Inventar. So, und die versiegelte Urne, die werde ich auch mal benutzen. Die haben wir ja als Geschenk vom Propheten bekommen für unsere Flucht. So, was war da drin? Ah, ein Bogen und... schwere Rüstung, okay. Also ich werde ja später auf jeden Fall leichte Rüstung tragen. Und einen Stab, die habe ich mir ja auch schon hergestellt, allerdings erst für Stufe 4. Deswegen werde ich jetzt mal den Bogen und hier den Folterkürass anziehen. Aber nur bis Stufe 4. So, was haben wir hier oben noch? Sieht nicht so aus, als würde ich hier sonderlich... Es ist ein Wunder, dass es Überlebende gibt. Habt ihr das Wrack gesehen? Oh ja, ich habe einige gesehen. Das sah nicht gut aus. Das Kätzchen da auf dem Tresen, sehr niedlich. Ich würde mich gerne hier noch mit der Verkäuferin unterhalten. Aber die steht gerade so weit weg. Na toll. Hallo.
Ja? Ihr braucht etwas, um euch das Salz aus der Kehle zu waschen. Hab ich recht? Ist das euer Lokal? Ich bediene hier nicht jeden. Das schont meine Gesundheit nichts nutz. Ich leite dieses Lokal schon seit Jahren und ich lasse mir von einer dahergelaufenen Küstensoldatin nichts gefallen. Da wir das nun klargestellt hätten, was kann ich für euch tun? Was macht eine Ork hier? Was gibt es daran auszusetzen? Ich habe mehr als die Hälfte meines Lebens hier verbracht und es geht mir am Arsch vorbei, was irgendein adliger Schnösel dazu meint. Ganz nebenbei mögen die Langschwänze mein Gebräu. Gar keine so schlechte Sache, etwas tun zu können, was man liebt und dafür auch noch bezahlt zu werden. Oh ja. Wie habt ihr den Sturm überlebt? Anscheinend gibt es hier alle paar Wochen so einen Sturm. Aber diese Ruinen gehen nirgendwo hin. Ich baue einfach meinen Tresen ab und warte, bis der Sturm vorübergezogen ist. Selbst wenn ich alles verliere, würden die Khajiit mir schon wieder auf die Beine helfen. Sie sind gute Leute. Das sind sie. Was habt ihr anzubieten? Nein, da brauche ich eigentlich jetzt nichts von. Okay. Dann gehen wir mal zu Ras. Wenn keiner mehr auf dem Weg ist, mit dem wir uns noch nicht unterhalten haben. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Das ist ein Spieler. Da, seht ihr? Ihr passt dazu. Niemand wird euch hindern zu gehen. Aber wie dieser sagte, hier gibt es Chancen für diejenigen, die aus dem Himmel fallen. Ich lausche. Ealsil ist von seinem neuesten Spielzeug überaus beeindruckt. Aber die Untoten sind für alle auf Kenatis Rast eine Bedrohung. Falls ihr wollt, könntet ihr den Tempel der trauernden Quellen durchsuchen. Findet heraus, wie ihr die Toten dort einsperren könnt. Dann sollten auch die Einheimischen sehen, dass wir als Verbündete hier sind und nicht als Eroberer. In Ordnung, noch etwas? Karinit hat euch erzählt, wie der Orkan die Flotte an der Küste von Kenartis Rast geschleudert hat. Jetzt fallen Seewipern über unsere gestrandeten Schiffe her wie die Aasgeier. Merkwürdig, ja? Ihr könntet euch an der Küste umsehen, wie die Kommandantin es gesagt hat. Beweist euch gegenüber den Soldaten. Wo geht ihr hin, Ras? Oh, in Mistral am nördlichen Ende der Insel wartet weitaus weniger glanzvolle Arbeit. Treffen wir uns dort, sobald ihr entschieden habt, was ihr tun möchtet. Bis dahin mögen helle Monde eure Schritte leiten. Helle Monde, Ras. So, dann haben wir ja jetzt hier schon zwei Aufgaben. Können wir uns aussuchen, wo wir als erstes hingehen? Entweder untersucht den Tempel der trauernden Quellen. Oder untersucht die zerrütteten Untiefen. Mal auf die Karte schauen. Das eine wäre hier. Und das andere hier oben. Ich würde sagen, ich gehe erstmal in Richtung zerrüttete Untiefen. Da ist auch noch eine oder ich glaube sogar zwei Quests auf dem Weg. Die werde ich zwar heute nicht mehr beide machen, aber ich will schon mal in die Richtung gehen. Wen haben wir hier? Ah, genau. Die Khajiit hält eine Ansprache fürs Dominion. Das hören wir bestimmt später nochmal, denn die stehen hier überall in Kenatis Rast. Eben um den Leuten zu sagen... Wenn ihr dem Dominion beitretet, geht es nicht darum, was ihr verliert, sondern was wir voneinander erhalten. Genau. Um die Leute halt zu beruhigen und den Leuten klarzumachen, dass das Dominion, also die neue Allianz von unseren drei Fraktionen, es eben nur gut meint und sie nicht irgendwie untergraben möchte. Kommt nicht näher! Hört auf meine Worte. Ihr gefährdet mehr als euer Leben, solltet ihr euch nähern. Was seid ihr? Ein törichter Geist. Mein Ehrgeiz hat mich tief sinken lassen. Doch ich werde nicht erlauben, dass es anderen ebenso ergeht. Das Buch vor euch trägt einen schrecklichen Fluch, genau wie zwei weitere. Ihr könnt doch hören, wie es nach euch ruft, oder? Nein, ich höre nur euch. Aber wie nur? Seid ihr stark genug, um ihrem Ruf zu widerstehen? Könnt ihr sie zum Schrein bringen und beenden, was mir nicht gelang? Hört auf meine Worte. Das verbotene Wissen in diesen Büchern ist nicht für diese Welt bestimmt. Sie müssen vernichtet werden. Sagt mir, was ich tun muss. Der Fluch, der auf jedem der Folianten liegt, ist dazu gedacht, dem Reich des Vergessens Seelen zuzuführen.
Doch wenn es einem gelingt, sich ihrem Ruf zu widersetzen, kann man die Folianten sammeln und sie zum Schrein bringen, um sie dort zu vernichten. Wo ist dieser Schrein? An den Ufern von Kenartis Rast, jenseits der Stadt Mistral. Er wird von einer immerwährenden Flamme erhellt. Solltet ihr alle Folianten sammeln, bringt sie unverzüglich zum Schrein. Für wie stark ihr euch auch halten mögt, fürchte ich, dass die Folianten noch stärker sind. Okay. Da vorne liegt dieser verteufelte Foliant. Das Meisterwerk des Induktors. Untersuchen. Wie viele Aufzeichnungen der Aleiden ist auch ein Großteil der Texte von Eldhal, dem Herbeirufer, unleserlich und nicht mehr zu retten. Ich habe die intakten Teile nach bestem Wissen übersetzt, aber bei einigen unklaren Begriffen musste ich auf die Bedeutung schließen. Ehrlich gesagt bin ich erleichtert, dass der Rest unleserlich ist. Das Original mit seinem grotesken und beunruhigenden Diagramm werde ich zur Aufbewahrung zurückschicken. Ich bete, dass mir schon bald erlaubt wird, diesen Ort zu verlassen. Geschmeidigkeit seines Materials, so lebendig und in meinen Werkzeugen und meinen Werkzeugen unterworfen. Das war ein Versuchsobjekt, das sich nach dem Erreichen des ultimativen Zwecks seiner Gestalt sehnte. Eine Vision der Form und der Methode überkam mich unmittelbar und ich brachte die Gestalt zum Schweigen. Ich nahm ihr Sicht und Sprache und stellte sie in den Arbeitsraum. Ich befahl den Dienern, in der Nähe zu bleiben und Zeugen eines perfekten Beispiels zu werden. Und dann begann ich die Widmungsrituale. Und ich sang zu ihm und summte und flüsterte. Der Käfig seines Herzens stimmte mir bei und öffnete sich ohne zu splittern, ohne zu zerbrechen. Der Rhythmus des Lebens hielt nicht inne. Ich ließ mir zarte Silberketten bringen. In jedes Glied schrieb ich 100 Worte der Glückseligkeit. Und ich umwickelte Käfig und Korpus vollständig, um so ein in optimaler Weise das Organ bei der Arbeit zu zeigen. Welch Freude! Es ist, als ob Blutvergnügen über mein Werk gewacht und meine Bewegungen gelenkt hat. Eine neue Inspiration überkam mich und leidenschaftlich griff ich nach den Sichtkugeln zwischen den Geräten. Ich segnete ihn mit Welkinflügeln, umsichtig gefertigt, zu großen Kosten erstanden. Ich erweiterte seine Blutbahnen, ein zartes Netz im Schrein des Lichts, 8 Sterne für seine Krone, 8 Rubine zu seinen Füßen. Die gespreizten Vorderarme greifen nach Aetherius. Er wurde Realität, als ich ihm seinen Namen gab, die erlöste Botschafterbestie. Das ist ja auch sehr, sehr mysteriös, dieser Text. Ich werde euch auf jeden Fall nach und nach alle Bücher vorlesen, die wir so finden, aber ich werde das, denke ich, verteilen. Also nicht, dass ihr da 5 Bücher hintereinander vorgelesen bekommt. So. Endlich! Dieses Buch ist mehr als seinen Preis wert. Was? Was ist das? Wartet! Ich wollte doch nur etwas Schönes erschaffen. Okay. Da haben wir jetzt noch gesehen, was mit der Guten da passiert ist. Wobei, ich weiß nicht, ob die wirklich so gut war. Der Text in dem Buch war ja ziemlich... Ja, man hat nicht so viel erfahren. Aber ich denke, das wird sich alles noch aufklären. Aber ich würde sagen, ich werde an dieser Stelle mal eine Folgenpause machen. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen und hoffe, ihr seid in der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Macht's gut!